Wenn Sie ab und zu mal mit dem Auto unterwegs sind, dann sind Ihnen ja bestimmt auch schon mal die Holzkreuze aufgefallen, die an manchen Stellen am Straßenrand stehen. Sie erinnern an Menschen, die an diesem Ort bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Über das traurige Schicksal der Angehörigen, das dahinter steht, das erzählen diese Kreuze natürlich nichts. Wie zum Beispiel das Schicksal von Familie Escherich aus Gera. Man sagt ja, wenn deine Eltern sterben, dann stirbt die Vergangenheit. Stirbt dein Partner, stirbt die Gegenwart und stirbt dein Kind, stirbt die Zukunft. So gedacht, das ist bestimmt ein Albtraum irgendwie. Du wachst bestimmt gleich auf und das ist gar nicht wahr. Und das, ich habe das irgendwie gar nicht richtig als Realität gesehen. Thank you.